Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen, wie angekündigt, wir haben es schon dreimal verschoben, gefühlt, ne? Willkommen zu The Bathhouse, dem neuen Ableger. Haben wir hier eine Maus? Ja, haben wir. Von Schillers Art. Guck mal, jetzt mit doch etwas aufgepümpelten Logo. Wir gehen baden, glaube ich zumindest. Und ich hoffe, ich kann noch die Grafik hier einstellen. Wir haben Bewegtbild. Ihr seht wieder das Kriseln. Ich hoffe, das geht. Meistens geht es halt im Spiel. Deswegen erstmal neues Spiel. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Ne? Namtolo. Und nahmt an den Rest, auch wenn wir schon die ganze Zeit irgendwo palauscht haben. Oh, das ist aber ein großes Level. Hallo? Oh. Okay. Typischer... Oh, irgendwas ist. Okay, Tom muss sich später da einstellen. Ich bin es leid, für seine Firma zu schuften. Klick. Ich muss den Job hinschmeißen. Das ist doch nicht gesund. Einfach hinschmeißen und aufs Land ziehen. Aber dafür fehlt mir das Geld. Oh, so ein Mist. Ein Flyer? Hm. Das sieht doch gut aus. Wohnen Sie mietfrei, wenn Sie im Badehaus arbeiten? Am besten, ich kündige sofort. Dann kann ich direkt umziehen. So geht das. Akimum. Okay, Zimmer 203. Ich muss meine Sachen reinbringen. Wow. Oh. Okay, wir müssen erstmal... Ich hoffe, das geht. Erstmal Lautstärke. Ich glaube, mit Anwenden. Ja, dann... Mausempfindlichkeit werden wir sehen. Grafik. Auflösung. Volle Hütte. V-Sync. Okay, Motion Blur. Aus. Danke. Den VRS-Filter besser. Den müssen wir nicht haben. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel immer so einen VRS-Filter reinhämmert. Wahrscheinlich wegen des Effekts. Ich muss noch mal ein bisschen einstellen hier. Nee, allgemein. Mausempfindlichkeit ziehen wir mal ein bisschen runter. Helligkeit, wie wirkt sich das aus, wenn wir die Helligkeit ändern? So zum Beispiel. Ein bisschen. So, ein bisschen. Okay. So, dann wollen wir mal. Ist aber... Performant ist was anderes. Oh, das... Guck doch mal an, Raytracing. Boah, jetzt fährt aber auf. Karton. Warte mal, jetzt müssen wir mal wirklich hier gucken. Das ist ja Hammer. Abhängig könnte das Verändern etwas dauern oder sogar zum Absturz führen. Na toll. Schatten? Was passiert, wenn wir einen Schatten ausschalten? Oh, dann ist das nicht so ein Hardcore-Schatten, ne? Warte mal. Okay, es wird performancemäßig nicht besser. Schatten lassen wir mal drin. Pass auf. Wir machen jetzt hier die Ultra. Wir gehen mal einfach. Okay, jetzt ist umgestellt, ne? Ist es besser? Es ist nicht besser. Das ist ja geil. Okay, dann können wir es auch lassen. Dann ruckeln wir uns dann so durch. Also wenn es nicht besser wird, dann ruckeln wir uns durch. Es ist das Spiel. Okay, gut. Ich soll einziehen, ne? Wo muss ich hin? Oh. Oder auch nicht. Huch. Ey, das ist ja... Es gab schon ein Performance-Patch, ne? Wer bist du denn? Okay. Ich muss hier hoch wahrscheinlich, ne? Achso, was hat er gesagt? 205? Wahrscheinlich da, wo das Licht an ist. Vermieter, du stinkst. Du solltest mal ein Bad nehmen, nachdem du deine Sachen eingebracht hast. Triff mich im örtlichen Badehaus. Ich möchte was mit dir besprechen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der hat keine Kappe.
Der hatte Kopf runter. Hier, nimm. Das ist der Schlüssel zu deiner Wohnung. Wir kommen in der Stadt. Und jetzt hat er mir jetzt weg. Das sieht so aus, wenn er so runterläuft, als hätte er ein Käppi auf, ne? Licht am Schatten hier. Wohnung betreten? Darf ich an die... Ja. Wo sind meine Sachen jetzt hier hin? Wo ist meine Kiste? Ach, da. Sag mal, kann ich dann die anderen Kisten auch mitnehmen? Da muss ich nicht alle gleichzeitig... Tag. Das siehst du, ey, das ist ja Optimierung. Was ist das hier? Daihatsu kann weg, oder wie? Okay. Er hat doch ein paar Bähnchen, wa? Dünne Beine. Also wenn das mal... Nee. Kann man aufmachen? Ja. Ja. Nein, nicht vom Boot. Bin schon wieder zurück. Leider. War schön. Oh, hier ist ein Schirm, den man nicht... Wie sieht das aus? So verranzt. Ist klar, dass... Oh, wir haben nur einen Schatten der Kiste. So verranzt ist das. Okay, die Grillen sind jetzt schlafen gegangen. Popeye, die späten... Ja, okay, ich komm. Ach so. Der macht schon den Platz frei. So. Ja, eingezogen. Ist ja fast wie früher. Ist das hier? Was sind das? Kann ich mich ducken? Ja, ich kann mich ducken. Das ist, ja. Okay. Brauchen noch einen Kühlschrank. Links und Mitte. Ja, Wohnung verlassen. Ist ein Träumchen, ist die Wohnung. Hm. Zum örtlichen Badehaus. Okay, hier können wir Wäsche waschen. Das ist schön. Der ist immer noch da. Ich frage ihn mal, wo das örtliche Badehaus ist. Ich glaube, er signalisiert mir. Der raucht einen Joint. Oh. Links, unten, Mitte, links. Boah, ist das. Die hätten mal Reflexion ausschalten sollen. Ist das? Hallo? Wer ist denn hier? Oh. Hier können wir irgendwas machen. Was ist das hier? Boah! Namen, Aaron. Was ist das? Was ist das? Sind das Stromleitungen? Strommasten? Ah, ich habe mir eine Brille vergessen heute. Ja, warum nicht? Ich gehe jetzt erstmal angeln. Oh. Sack. Ich habe einen Sack gefunden. Oder geangelt, da. Können wir hier ins Wasser? Nee. Es käme ja schon baden gleich, ne? Wäre das Spiel schon zu Ende. Da hat selbst die Erde hat Reflexion. Das ist schön. Also wenn es ruckelt, das Spiel ist so. Ja, man kennt's, ist auch normal, ne? Ich denke mal, hier müssen wir die Glocke gongen. Ah, von der Seite, das ist so ein Seitenglockengong hier, so. Bon. Ich glaube aber, es ist nicht das Badhaus, wo wir hier sind, ne? Ich komme gleich zu Ihnen. Was ist das hier? Mhm. Wen haben wir denn da? Ich vermute mal, du bist die Neue. Wie heißen dich mit offenen Armen willkommen? Lächel. Oh Gott, wie lange ist es her, dass man Lächel geschrieben hat, ne? Ich glaube schon. Der Mönch sagt, ich bin die Neue.
Du arbeitest hart, um das Badehaus wieder zum Laufen zu bringen. So habe ich gehört. Ich habe doch keinen Anschlag gemacht, aber wenn man das sagt, ist schon okay. Ich würde das nicht tun, wenn ich du wäre. Denn noch habe ich ja nichts getan, ne? Außerdem, ich spüre eine Präsenz, die dich verfolgt. Noch etwas. Ich empfehle dringend, wirklich dringend, ein Bad zu nehmen. Wollen wir wetten? Dass du dich hier bei meinem Tempel singen... Ach so. Na klar. Du bist ein außerordentlich gehorsames Kind. Die Götter freut es, das zu hören. Lächel. Oh, das ist schön. Also, nicht, also schön zu hören, zu lesen. So, jetzt bist du geschützt. Ach, übrigens, geschützt. Passt zwar nicht zu geschützt, aber ich habe vorhin noch probiert, Art of Murders 2. Ich werde mich wahrscheinlich dazu durchringen, dass wir wahrscheinlich mit abgehackten Texten dann spielen werden. Na, mal gucken. Ich möchte das unbedingt weiterspielen. Aber so, ich habe das jetzt noch nicht zum Laufen gekriegt. Einen Test will ich noch machen in der virtuellen Maschine mit Windows XP oder ähnlichem. Mal gucken, mal gucken. Was? Warum spricht jetzt der Mönch mit weiblicher Stimme? Was? Der spricht doch nicht mit weiblicher Stimme. Jetzt bist du geschützt. Zumindest vorerst. Ist das eine weibliche Stimme? Ich dachte erst, Lächel. Du kannst jederzeit wiederkommen. Wann immer du willst. Seltsam. Lächel. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, musst du eine Opfergabe mitbringen. In Form von Geld. Sonst werden die Götter dich verlassen. Lächel. Oh Gott. Lächel, was ist das hier? Keine Ahnung. Da können wir vielleicht den Sack drauflegen. Nein, können wir nicht. Vielleicht ist da Geld drin. Ach, wie gesagt, im Zweifel spielen wir das halt. Umso mehr wird die Komik dann sichtbar. Ey, guck mal, hier ist ein Spielplatz. Was ist denn das eigentlich hier? Fahndungsplakat? Das Grillenzirpen, oder? Können wir hier? Nein, können wir nicht. Expo 2000 hier. Ach, das geht auch nicht. Wo ist eigentlich das Badhaus? Ich dachte, Süßwarenladen ist da hinten. Oh, da ist ein Oh, wir können rennen. Ich renne mal. Was ist das hier? Bist du der Süßwaren? Nein. Wo ist der Süßwarenladen? Das ist Beschiss. Hier ist kein Süßwarenladen. Ja, dann lieber anschalten, damit wir die Videosequenzen hören. Die funktioniert. Also, was ich schon mitbekommen habe, es liegt am Mixer. Ich habe mit ein paar Sachen schon rumgespielert. Wenn ich dann zum Beispiel einen 3D-Audio-Mixer aktiviere, also über DirectX, und hast du nicht gesehen, erzwinge, dann höre ich gar keinen Ton in den Videosequenzen, aber ich höre dann im Spiel teilweise Ton und umgedreht habe ich dann im Spiel keinen Ton, aber dann Video. Also es ist ganz seltsam bei dem Spiel. Ganz. Neues vom Mixer. Waren wir hier schon mal? Was ist das hier? Warum ist das hier? Warum ist das blau? Elektronikgeschäft. Okay. Was bist du? Der Müllbereich. Oh, guck mal, da ist ein Schlauch. Da ist ein Müllbereich. Könnte ich hier den Sack filtern? Nein, kann ich nicht. Okay, hier ist der Müllbereich. Merken. Müll. Was ist das? Eine Telefonzelle. Ich muss von anderen. Hier? Ja, ich komme nur von hier rein. Hallo? Ach, das liegt da im Schatten, dass man. Ach so. Das ist das Badhaus, oder? Was ist das? Nix. Wichtiger Müll. Halt. War hier irgendwas? Nee. Hier? Nee. Hier kommen die Leute hin und packen ihre Wertsachen rein. Was sind... Wer sind wir jetzt hier gerade eigentlich? Sind wir eine Sie oder ein Er? Oh. Instant. Instant grillen. Huh. Alter. Der hat doch eine Strumpfmaske über den Kopf, oder? Hat der mich erschrocken?
Warum ist der barfuß? Ah, da bist du ja. Willkommen, willkommen. Du hast den Flyer gesehen, oder? Welchen Flyer? Ach so, den Flyer. Ja, den habe ich gesehen. Scheiß Schluck vor. Genau. Die Miete kannst du dir sparen. Zumindest solange du hier im Badhaus arbeitest. Ach ja, es gibt keine Dusche in deiner Wohnung. Das ist mir schon aufgefallen. Also hast du wohl keine Wahl. Wenn du hier arbeitest, komm mal, kannst du am Ende jeder Schicht einfach hier ein Bad nehmen. Also haben wir einen Deal. Hab ich eine Wahl? Nein. Also gut, fangen wir an. Siehst du das Board? Ja, bitte erledige alle Aufgaben, die dort aufgelistet sind. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, behalt sie für dich. Es ist echt nicht schwierig, in einem Badehaus zu arbeiten. Viel Glück. Oh Gott, es kommen Kunden. Warum? Oh. Warum habe ich die ganze Zeit die Schlüssel da? Und warum kann ich den nicht wegpacken? Oh. Alter. Boden putzen. Rasierer 1. Conditioner. Rasierer 1. Ein Handtuch. Hier, Handtuch. Bezahlt. Bezahlt. Wünsche gute Wäsche, wa? Ach, da oben. Ein 19... Na, du Kleine. Ein Handtuch. Und tschüss. Eine 29-jährige Frau wird seit einer Woche in vermisst. Bei der vermissten Person handelt es sich um eine 29 Jahre alte Bewohnerin. Laut scheint so, als würden keine Kunden mehr kommen. Drücke Leertaste, um Nickerchen zu machen. Ich will ja lesen. Laut der Polizei wird sie vermisst, seitdem sie mit einer 60-jährigen Frau geredet hat, welche in der Nähe wohnt. Kam schon wieder jemand? Ja, danke. Immer zu. Blocken. Weg. Melden. Ach, wenn ich jetzt Leertaste drücke, schlafe ich. Okay, war auch ein anstrengendes Wochenende. Uah. Ja, wirklich gehend hier. Was? Oh, jetzt stimmt. Ach, das Wasser war zu kalt, deswegen. Ja, stimmt. Boden putzen. Haben wir irgendwo. Achtung! Grillen! Wir nehmen mal ein Espresso mit. Wo ist denn hier? Oh, warte mal. Ist kaputt. 100 Kilo. Da ist nichts drin. Der ist so volle Pulle. Da geht's nicht auf. Wie soll ich den Boden putzen, wenn ich kein Bodenputzmittel finde? Mhm. Kondomautomat. Was ist los? Alles klar bei dir? Was war das? Ich habe etwas in der Sauna gesehen. Okay. Könntest du für mich nachsehen? Ich habe auch was in der Sauna gesehen. Was ist das hier? Hm. Dusche für Kleine. Das ist schön. Die haben an alles gedacht. Bist du die Sauna? Hallo? Das ist doch bloß ein olles Handtuch. Heizraum betreten? Na klar. Machen wir. Vielleicht gibt es da einen Wischmopp zum... Hallo? Der Deckel ist verschlossen. Das Wasser muss erst abgelassen werden, bevor er sich öffnen lässt. Aber das Abflussrohr fehlt. Oh, das ist beim Müll, das Abflussrohr. Haben wir schon gefunden. Das weckt keine... Abgeschlossen? Das sieht mir aus wie... Bitte nicht betreten, Polizei.
Da wurde doch bestimmt eine Leiche eingewickelt hier drin. Was ist das? Ah, das ist der Heizungskeller. So. Da ist nichts. Ich habe geguckt. Konntest du was finden? Ich schwöre, ich habe etwas gesehen. Dieser Ort macht mir echt Angst. Ich hau ab. Warum ist der so faltig? Huch. Beehren Sie uns bald wieder. Oh, ist die Klingel creepy. Da ist doch gar nichts, oder? Wo kommt der Fleck auf immer her? Mache ich das jetzt sauber? Ih, der Schwein. Warum ist das hier so nieblig? Hier ist jetzt bestimmt... Ah, das ist ein Zauberbesen. Der versteckt sich so lange, bis du ihn brauchst. Ich muss wirklich links und rechts wischen hier. Das ist der neue Wischsimulator. Alles klar da drin? Super. Noch irgendwas dreckig hier? Habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich drinnen, ne? Hallo? Vielleicht werde ich bald befördert und darf den Aufguss machen. Ist nicht mehr, ne? Ich hab doch gewischt, ne? Ja. Boah, die Reflexion. Habe ich gewischt? Ich glaube, ich habe noch nicht fertig gewischt hier. Hallo? Wischi, wischi, waschi. Aber ich sehe hier keinen Fleck mehr. Muss ich vielleicht bei den Frauen auch rein? Warte mal. Ein Mädchen wie du ist perfekt für die Opfergabe. Hallo? Hier sieht es viel sauberer aus bei den Frauen. Ich hätte gerne Musik 1. Lebensbejahende Musik. Genau das, was ich in einem Badehaus hören würde. Das klingt ein bisschen an Blade Runner gerade. Oh, da unten steht Loom. Ich habe keine Ahnung, warum wir mit der Jukebox überhaupt kein Geld verdienen. Das ist genau aus dem Grund. Was bist du denn? Ach, ein Schiller. Oh, guck mal, wie viele Details. Mm. Schön. Ist hier auch Dreck? Hallo? Oh, ja. Das ist aber auch eine Schweinerei hier. Ich habe gerade die Frauenabteilung hier gelobt. Hat jemand das Licht noch reingelassen? Müssen wir auch noch ändern. Die Arbeit ist erledigt, geh dich waschen. Ich dachte, ich darf duschen. So, jetzt entscheidet sich, wo wir hingehen können, ne? Ob bei den Männern oder Frauen. Wahrscheinlich muss ich mich erstmal umziehen. Oder? Ich bin ein bisschen verwirrt hier. Ich gehe mal bei den. Kann ich die jetzt hier auch mal? Nö. Ja, das kann ja ein Übersetzungsfehler sein.
Guck mal, da drüben ist eine gelbe Tonne. Ich sehe keine. Wo wasche ich mich denn hier? Okay, wir gehen nochmal rüber. Das Spiel ist ruckelig. Ach hier, okay. Duschen? Ja klar. Oh nee, bitte nicht Spiegel gucken. Ach, bloß ein Affe. Ein Glück. Ein Glück, bloß ein Affe. Puh. War das auch der Affe? Zwei Affen. Ach, guck mal. So, ich habe schon mal Wäsche gewaschen. Meine 2D-Wäsche. Schön, klassisch. Jeans. Eine Socke. Ein BH, ein Slip und... Oh, hier ist die andere Socke. Ach, ich trage immer unterschiedliche Farben, ne? Ey, ich wehe, der kackt auf den fuschgewaschenen Boden. Also dann werde ich zur Furie. Bin ich schon so lange hier? Ey, krass, guck mal. Es wäre, als wäre es erst gestern gewesen wäre. Wir haben zumindest schon was zu essen hier, das ist super. Und, ey, oh, wir konnten uns schon einen Kühlschrank leisten. Das ist super. Ja. Ist bestimmt wieder dunkel. Ja, Grillen zirpen. Wobei, es sieht recht hell aus für dunkel. Könnte doch der Mond sein. Hallo? Da ist keiner. Ist der Typ wieder da? Nee, ist er nicht. Ich muss mich singen lassen, aber ich muss Geld mitbringen. Haben wir Geld? Nein, ich habe den Sack und die Schlüssel noch. Das ist gut. Vielleicht kann ich damit das Auto... Nein. Ich gehe mich mal segnen. Wobei, wenn ich wieder vorbeikomme und kein Geld mitbringe, fürs Erste empfehle ich dringend, dass du zum Opferstock gehst und dein Gebet anbietest. Lächel. Ich habe kein Geld, tut mir leid. Kann ich dich wieder angeln? Warte mal, ich gehe mal wieder angeln. Achso, kann ich hier den Sack... Das sind wieder die ganzen Bäcker. Die das unterstützen. Ach, hier kann man die. Cool. Dann können wir vielleicht doch mal angeln. Ja, sag's doch, dass es einfach zu langweilig ist. Das ist alles gut. Alle Rudel verwenden. Also der Sack ist Bonus. Vielleicht kann ich ja alle, oder? Ich muss jeden Tag neu. Mal gucken. Hängen wir die auch auf? Oh. Ich hole mir mal alle Säcke hier. Ich angel mal. Denn gute Nacht an die zu Bett gebrachten. So. Kriegen wir noch einen Sack? Das ist cool. Ja.
alles alte Säcke hier. So. 1, 2, 3, 5. Wir müssen es nur noch 9 Mal machen. Dann sind wir durch. Was haben wir denn schon alles gefunden? Ich könnte mir ja vorstellen, dass es eine ganz bestimmte Person mindestens ja auch noch gibt, die das mit supportet hat. Georg Kötter, da ist zumindest schon mal was Deutschsprachiges dabei. German Life. Hm. SäckInnen. Wenn dann, also ich bin. Ich persönlich versuche selber an der Stelle mit entweder Doppelpunkt oder Sternchen dieses zu schreiben. Einfach nur, weil es mir unendlich viel Zeit spart. Statt jedes Mal, werte Damen und Herren oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ist da einfach viel zu umständlich. Und dort, wo es möglich ist, kann man doch ruhig abkürzen. Das macht man doch bei Abkürzungen doch genauso. Dann schreibt man nicht beispielsweise aus, sondern schreibt eben halt BZW oder BSP. Was anderes ist für mich dann letztendlich diese Geschichte auch nicht. Das ist für mich eine Arbeitserleichterung, eine Schreiberleichterung. Alte SäckInnen. So. Haben wir hier. Aber es werden immer mehr, ne? Da muss ich auch immer mehr Gedanken machen, wie er die hier einbinden kann. Wir müssen es bloß noch ein paar Mal machen. Können wir nicht. Nee, können wir nicht. Der Sack ist so schwer. Wir können. Na, ich dachte, das Geld. Ja, kommt dann immer nachher wieder Diskussion. Ja, aber die deutsche Rechtschreibung. Und, ne? Aber man muss es doch einfach mal von der anderen Seite sehen. Weißt du, da wird so viel geändert. Da wird man sich doch mal ein bisschen an solchen Sachen dran gewöhnen. Und selbst wenn es nicht offiziell werden sollte oder sonstiges, die ganzen Akzente und Dialekte sind ja auch teilweise nicht offiziell und stehen irgendwo groß rum. Ich wüsste nicht, dass Amtssprache, bitte korrigieren, zum Beispiel in Bayern ist die Amtssprache bayerisch? Glaube ich nicht. Ne? Also, und trotzdem sprechen die Leute so. Beziehungsrahmenvereinbarung. Mhm. Wir müssen nicht ganz so viel rüberbringen, nur noch einmal müssen wir laufen, denn die anderen konnte ich hier nicht dranhängen. Ja, hier drüben gibt es keine Platzhalter. So, hier nur. Ich möchte gerne gucken, ob hier gegebenenfalls, so wie hier Rory Valentine, jemand Bestimmtes hier kommt. Ich kann mir gut vorstellen, hier Timo P. Grülling, dass dann noch ein paar dabei sind, die das Spiel supportet haben. Genau, zu Ehren der Bäcker. So wie ich bei den gebackenen Spielen auch bis zum Ende gucke und gucke, ob ich meinen Namen sehe. Ich habe selber jetzt nicht unterstützt. Ich wusste jetzt nicht, wo. Ich glaube, das läuft dann auf Patreon oder so, ne? Aber warum nicht? Collector und ein Achievement bekommt. Wer kriegt das sonst, ne? Magnesio. Chillers Art. Turn down the AC. Okay. Wen haben wir hier? Irgendwen. Kann ich nicht lesen. Helsing Game. German Life. Ist aber nicht German LP, ne? Jojo. Georg Kötter.
Ich hätte gedacht, dass die Pan hier gegebenenfalls rumtummt. Aber nun gut. Wir brauchen Geld übrigens, ne? Müssen wir vielleicht Geld klauen, damit wir uns segnen lassen können? Aber ich glaube, das ist nicht gut, wenn wir uns segnen lassen mit dem Ronald McDonald, bist du es? Da ist irgendwie jemand. Hallo? Oder ist da alte Dame? Okay. Ja, ja, das mit dem Dings hatte ich schon mal vernommen. Stimmt. Wenn du eben halt sagst, Sänger, und es wird immer gesagt, ja, ist doch automatisch mitgemeint. Nee, ist es halt nicht. So. Hier. Was hast du denn da? Gib mir den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Oh Gott, ich brauche das. Kann ich nicht von hier das mopsen? Nee. Was könnte der... Was könnte man dem Raben geben? Was zu fressen aus dem Rabenautomaten hier? Nee. Hier vielleicht? Nee. Mensch, das kostet alles Geld. Ich brauche Geld. Vielleicht finde ich ja im Telefon Geld. Warte mal. Da ist nichts drin. Oh, warte mal, hier ist eine Nebengasse. Oh. Hier können wir irgendwas... Oh, oh. Hallo? Ich kann nicht springen. Also aktuell kann ich nichts tun. Für das Huhn darum. So. Hallo. Es kommen Kunden. Oh, guck mal, ganz viele Aufgaben haben wir. Flecken an den Wänden entfernen, herausfinden, warum die Stromrechnung so hoch ist. Wehe, es klingelt. Handtuch bezahlt. Okay, hier, mein Herr. Hey, bring mir in 15 Minuten einen Drink. Kapiert? Hier ist das Handtuch. So. Ich suche nur nach meinem Ohrring, den ich verloren habe. Ey, die benutzt das gratis hier. Ey, ey, raus da. Raus da. Kann man nicht Geld nehmen hier? Hallo, Sie können reinkommen. Geheimnisvolles Mädchen. Was mache ich denn jetzt mit dem Mädchen? Geheimnisvolles Mädchen. Hallo? Scheint so, als würden keine Kunden mehr kommen. Drücke Leertaste, um Nickerchen zu machen. Warum? Dann muss ich bloß sauber machen. Das waren jetzt etwa 15 Minuten. Ich muss dem Mann einen Drink bringen. Okay. Ein Glück. Ein Drinkautomat. Jawohl. Hallo Mann. Hier ist ein Drink. Braves Mädchen. Sag mal. Warum arbeitest du hier? Wegen der kostenlosen Wohnung. Ich habe keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Willst du für mich arbeiten? Ein Mädchen wie du könnte eine ganze Stange Geld verdienen, wenn du verstehst, was ich meine. Was denkst du? Dein Leben ist wertvoll. Verschwende es nicht an einem Ort wie diesen. Ich habe nicht mal eine Wahl hier. Kein Interesse. Erbärmlich. Du überschätzt deinen Wert. Siehst du, so sind sie immer, die Kerle. Immer.
immer. Sei lieber vorsichtig. Ich bin noch ein ziemlich netter Kerl. Wenn du an den Falschen gerätst, wirst du wirklich keine Wahl haben. Huch. Oh, das ist hier aus Terminator 2, der andere Terminator, der aus Flüssigmetall. Wo ist denn jetzt hin? Oh. Achtung, plupp. Entschuldigen Sie, Sir. Was macht der jetzt hier? Flecken an den Wänden entfernen. Oder können wir nochmal einen Drink nehmen? Nee. Flecken an den... Oh, Reinigungs... Super. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh nein. Der Strom ist ausgefallen, aber die Ventilatoren laufen noch. Also müssen sie es nur... Die Sicherung sein. Ich muss einen Weg finden, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Ja, dann machen wir ihm Beine, den Strom. Guck mal. In 15 Minuten ist alles stockdunkel. Hä? Also das war aber vorher nicht da. Also dem Elektriker, den würde ich eine links und rechts und so, ne? Hä? Ich sag mal, Stromklau ist ja eine ganz, ne, ganz fiese Geschichte. Und manchmal wirklich schwer zu entdecken, aber... Ja. Ich komme da nicht ran. Geht nicht. Kann ich nicht erst die Flecken entfernen? Ach, du bist auch noch da. Okay. Das geht. Oh, vielleicht geht der Schlüssel hier. Nein, geht da nicht. So. Seltsam, alle Geräte gehen noch. Hallo? Hier sind keine Flecken an den Wänden. Ja, die Rechnung, die steigt definitiv. Ist alles nur in unserem Kopf. Och, Pferde, Apotheke, Kotzen, also warum sollte das nicht gehen? Ich suche ja die ganze Zeit nach dem Schlüssel hier. Wo könnte denn Schlüssel sein? Wahrscheinlich. Ne? Wie soll ich denn das da aufmachen, wenn ich keinen Schlüssel habe? Ich kann auch keinen Punkt auswählen, der nicht benutzt ist. Bisschen ölen, eincremen. Kann es sein, dass der Graben den Schlüssel hat? Ey, ich guck mal, ob ich was zu essen finde. Hier was zu essen drin? Nein. Nee. Hä? Hilfe! Was soll ich denn jetzt so machen? Oh, das ist gruselig aus mit dem Ding. Da ist keiner. Hier ist auch noch ein Automat, aber da komme ich nicht ran. Wo ist eigentlich die Frau, die ihren Ohrring sucht? Keine Ahnung, was soll ich jetzt tun? Soll ich nach Hause laufen?
Oh. Vielleicht kriegen wir ja vom Nachbarn irgendwelche Gegenstände. Warte mal. Jetzt, wo nachts dunkel ist, hier auf dem Spielplatz vielleicht? Nein. Oh, warte mal, der Priester vielleicht? Oh, der hat geschlossen. Schade. Ach nee, der ist noch da. Hi. Huch, was war das? Hat jemand den Schlüssel vergessen? Was mache ich denn jetzt? Habe ich es kaputt gemacht? Auch nicht. Bitte nicht rauchen. Ist erst um 3 Uhr. Da ist das Ding. Warum komme ich da nicht ran? Ist viel zu hoch, das Ding. Auch nicht. Hä? Darkwing Duck. 2-1 Risiko. Wie kann ich denn... Ich geht es... Es geht nicht. Vielleicht muss ich die Stromkabel verfolgen. Nee, muss ich nicht. Oder kann es sein, dass jemand die Stromkabel angezapft hat, deswegen? Aber wo muss ich denn hin? Wo ist denn hier noch ein... Nee, da nicht. Das war der Müllschrank. Da geht's nicht weiter. So, hier ist noch Licht. Ich hab's kaputt gemacht. Bin mir ziemlich sicher, ich hab's kaputt gemacht. Da ist der Kondomautomat. Ich hab keine Ahnung. Hilfe! Das ist jetzt so eklig dunkel. Hier kann ich kaputt. So. Die andere Seite vom Badehaus. Warte mal. Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Nee. Das ist eine hohe Mauer. Keine Chance. Ich gucke mal, ob ich angeln gehen kann. Natürlich nicht. Ja, nun ist der Schwung raus, ha? Ich habe keine
Ahnung, was soll ich tun? Was habe ich falsch gemacht? Ist hier was auf dem Spielplatz? In der Kiste? Nein. Hier in dem Automaten? Nein. Ja, genau, nächtliches Angelverbot. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Habe ich vergessen. Nee, das ist keine Tür. Können wir da nicht hochklettern? Nee. Wer kommt denn da? Warum ist hier alles an? Conditioner und ach, das ist die Frau. Meine Schlüssel, ja. Was denkst du eigentlich, was du da machst? Das war die, die ihren Dings gesucht hat. Ich wollte den Dings haben. Du siehst nicht so aus, als könntest du dir hier was leisten. Was ist das denn? Diese Geräte, sie sind meine Babys. Du darfst dich gerne umsehen. Merk du nur eine Sache. Absolut kein Tauschhandel. Verstanden? Ja, ich will den Schlüssel haben. Okay, ich krieg den Schlüssel nicht. Feueralarm. Was soll das? Das war keine Absicht. Ich wollte nur den Schlüssel klauen. Das ist der Schlüssel für den Stromkasten. Geht aber hier. Wer? Mach das Badehaus sauber. Guck mal, ist auch gleich wieder... Da ist doch gleich schon wieder Licht. Ey, was hat die für einen Stromverbrauch, ey? Warte mal, ich geh mal kurz rein. Was soll das? Das war keine Absicht. Könnt ihr vielleicht Geld klauen und dann geht aber nicht. Jetzt kriegst du den Alarm nicht mehr aus. Tu, 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 tu. So, wir haben natürlich jetzt ungeheuer viel Kohle gespart. Upsala. Ist das eklig. Alter. Aber die ganze Wand hier. Ist da drin? Okay, jetzt sauber. Schön. Dann haben die immer so ein komisches Licht hier. Auch so eklig. Wenigstens sieht man die Flecken schon von Weitem. Bei den Männern ist es am schlimmsten immer. Warum ist die Tür offen? Ich mach's nicht. Nee, den Heizraum betreten wir noch nicht. Haben wir alles sauber gemacht? Wahrscheinlich nicht. Guck mal, da flackert sogar die Anzeige. Ja, das möchtest du nicht wissen, wie die Flecken an der Wand kommen. Also hier sehe ich nichts weiter. Vielleicht hier noch? Nee. Wo könnten jetzt noch Flecken sein? Habe ich hier welche übersehen? Wenn jemand Flecken sieht, soll er Bescheid sagen, ne? Im offenen Raum, wo ich die Tür zugemacht habe. Also auf der anderen Seite dann.
Ach so, hier meinst du. Nee, hier ist leider nichts. Das muss so sein mit den Sichtverhältnissen. Wir können ja eine Sache machen, pass mal. Wir cheaten mal ein bisschen. Macht sich besser. Mal gucken. Ein weiblicher Schatten. Hallo? Links nimmt. Er ist noch da. Oh Gott, die kommt gleich. Der Schatten blieb auch noch da. Oh Gott, der Schatten. Diesmal nicht am Bad. Ich wollte dich bloß sauber machen. Alles gut. Ja. Best Buddies hier. Ja. Erst duschen, dann baden. Macht man so. Da stand es an der Tür. Oh Gott, ich will raus. So, spätestens jetzt hätte ich einen neuen Job. Spätestens jetzt. Okay, okay. Kann ich nach Hause? Ich würde gern Feierabend machen. Wo ist eigentlich der Ohrring? Was soll ich jetzt noch tun? Was steht noch auf meinem Zettel? Alter. Oh, alles abgehakt. Stimmt, ich habe das Entspannung. Oh, das ist kaputt hier. Ach, diese Männer immer, ey. Passiert? Ja. Stimmt, das Wasser war zu heiß. Akimura Maina oder Maina.
entweder haben wir Gäste, denn die Socken, diese und diese, hängen immer noch an derselben Stelle, also sind noch nicht trocken. Oh, bitte nicht das Loch rausziehen. Ich habe irgendwas, ich hätte es glaube ich nicht machen dürfen. Da oben die, hä? Oh, jetzt kommt, ah nee, ich dachte es ist der Rabe, aber nee. Nee. Oh Gott, das Loch hier. Ich gehe mal raus hier. Ja, ich versuche mein Bestes mit den Schlippis. So, ich habe immer mein Anti-Bösewichte-Spray hier in meiner Hand. Oder was ist das gerade? Warte. Das ist mein Anti-Bösewichte-Conditioner. Der ist ganz gut zum Vertreiben. Wie kann ich denn eigentlich hier mich läutern? Ich brauche Geld. Verdiene ich hier überhaupt irgendwas oder darf ich hier nur gratis wohnen? Mit dem Rahmen konnte ich bestimmt nichts machen. Oh. Die Katze. Armer Affe. Wo ist der Rabe? Oh Mist, da kann man bestimmt irgendwas machen, oder? Jetzt sind die ganzen Kabel wieder weg. Okay, ich rede mal erstmal vorher mit der Frau. Geht nicht, die ist nicht da. Da fange ich da sofort an zu arbeiten, wenn ich da bin, ne? Es kommt Kunden, ja, war klar. Immer wenn ich auf Arbeit bin, kommen Kunden. Bei den Männern kommt keiner. Was Besuch bezahlt? Gib mir Shampoo. Ja. Handtuch, okay, bitte. Und noch zwei Handtücher. Ja, ist ja 100 Yen. Kann ich die nicht behalten? Ich muss sie da einwerfen. Das Mädchen, sie wirkt seltsam. Wie, ich bin seltsam? Kann ich hier nicht Geld klauen? Ich brauche Geld, um mich zu reinigen. Was ist denn... Ach, guck mal, diesmal Duschköpfe entrosten. Na klar, ist das Standardarbeit. Backpulver vom Süßwarenladen besorgen und nimm Süßkartoffel. Hast du... Sympathy with the Dead, heißt es so? Nee, with the Devil, so rum. Zu diesem Grundtakt stellt euch dann einfach die Rolling Stones vor. Aber der hat schon gesehen, dass da eigentlich zu ist. Schlapping! Palim, palim! Hey du! Was soll das lange Gesicht? Ja, ich bin ein Kamel. Du brauchst Hilfe. Aber jetzt ist alles in Ordnung, denn ich bin hier, denn ich, palim, palim, lieb dich, ne? Die Tatsache, dass wir uns begegnet sind, ist der Beweis. Hier, nimm, das ist der Geist von palim, palim. Trag ihn immer bei dir und du wirst dich lebendiger fühlen. Palim, palim. Palim, palim. Eine Flasche Pommes Frites besser, ja. Palim, palim wacht über, immer über uns. Manche nennen ihn ein Gott. Sein richtiger Name ist aber palim, 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 palim. Ich verstehe. Schätze, ich nehme eins. Sehr gut. Das macht dann 100.000 Yen.
Was? So viel Geld habe ich nicht. Palim, Palim. Sei vorsichtig, Mädchen. Nicht, dass Palim, 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 Palim dich verlässt. Schillerbinden, Schillerbinden. Palim, Palim. Ihr Blick gefällt mir. Hallo? 8. Mitmerken. 1. 8, 1. 2. 8, 1, 2. Quatsch, ist doch nicht weird. Guck mal, ist schon der 20. Tag. Ist ein Mädchen wie du ist perfekt für die Opfergabe. Da kommt jemand. Abdina, das war die letzten. Mal sehen, auf der Liste steht, dass ich Pulver vom Süßwarenladen besorgen soll. Wieso denn der Süßwarenladen? Duschköpfe entrosten. Ich glaube, ich muss jetzt mal rüber und wieder in den Entrost aus. Oh, kommen wir ja gar nicht hin. Das ist sehr gut. Wahrscheinlich macht ihr es mit dem Backpulver, wa? Der Schatten ist immer noch da. Guck mal da. Ist ja creepy. Okay, ich muss scheinbar erstmal. Oh, der Affe. Wo ist denn der Süßwasser? Oh Gott. Mr. Miyagi. Hey, hey. Freut mich, dich kennenzulernen. Willst du eine Kartoffel? Ich nehme gerne eine, danke. Vielen Dank, jedoch. Musst du erst ein paar Fragen richtig beantworten, bevor ich dir eine Kartoffel gebe. Wo wachsen Süßkartoffeln? In Süßkartoffelhausen? Ja. Auf der Erde? Richtig. Wann ist die Erntezeit? Wenn sie reif ist? Im Herbst? Richtig! Haben Süßkartoffeln Blüten? Ja? Wie sehen sie aus? Prunkwinde? Richtig! Keine Ahnung, es war jedenfalls nicht Löwenzahn. Du scheinst dich gut mit Kartoffeln auszukennen. Und jetzt die letzte Frage. Was ist der beste Weg, um Süßkartoffeln zu essen als Pommes frites? Im Steinofen gebacken, in der Mikrowelle warm gemacht, gekocht, in Öl frittiert. Falsch! Du bist nicht nur eine Schande für alle Kartoffelesser dieser Welt, sondern auch für die gesamte Menschheit. Komm wieder und versuch's doch mal. Gekocht natürlich. Falsch! Schande, Schande, Schande. Oh, Schande auf mein Haupt. Wie konnte ich es bloß wagen? Ach, das Schlimme ist, du musst den Dialog wegklicken und... Oh Gott. Ja, ich nehme eine Kartoffel. Hier, guck mal, ich drücke jetzt 3000 Mal den Kartoffellink hier. Ja doch, ja doch. Gib mir doch einfach die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem gesamten Rest. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig, wa? Ja, Timo.
Steinofen gebacken, oder? Gut, gut. Du hast dich als würdig erwiesen, meine besten Kartoffeln zu essen. Hier, bitte. Genieße sie, aber nicht einfach runterschlingen. Koste den Geschmack vollkommen aus. Ich glaube, ich habe eine schleimige Schnecke in der Hand. Wird ihm lecker munden. Ja, der preist gerade seine Schnecken an. Das ist schön. Kann ich die nicht dir geben, hier, die Schnecke? Bitte? Hier, komm. Ich opfer meine Schnecke. Der will wirklich Geld sehen. Ich kann ihm nicht mal einen Rasierapparat geben. Also ich will auch für Süßkartoffelpommes. Oh, wir gehen mal hier rein. Habe ich überhaupt Geld? Warum soll ich sowas besorgen? Ich werde nicht bezahlt. Oh oh. Wer bist du denn? Warum seht ihr alle so komisch aus? Ah, guck mal hier. Hier gibt es Duplo-Riegel und einer heißt jetzt Twix. Okay. In Ausstattung von dir, ne? Junge Frau, du hast wunderschöne Augen. Darf ich mal einen genauen Blick drauf werfen? Ja? Tut mir leid. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten, wenn ich so ein glitzerndes Paar sehe. Und nun? Kicher. Wegen der vermissten Katze. Tamashan, wenn du sie findest, habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Kicher. Oh Gott, erst lächeln und kicher und... Oh. So, wir müssen die Katze finden. Kicher. Der Süßkartoffel. Katze. La 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 Katze. Katze. Wo könnte... du Ferkel, mach doch wenigstens die Tür. Wein, du! Och, arme Katze! Das war aber Speedpullern, oder? Ich habe eine Katze, 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 Katze. Mit der Katze gehe ich und hol den Affen. Das stinkt schon. Katze, pass auf! Ich... Pack dich hier rüber, du bringst mir den Schlauch da. Ist das Ihre Katze? Tamashan, willkommen zurück. Danke sehr, junge Frau. Jetzt das Geschenk. Ich habe es extra für dich gemacht. Pass gut drauf auf, ja? Kicher. Oh Gott. Truhenschlüssel? Mach das Bad aus Sober mit dem Backsoda. 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 Was ist das hier eigentlich? Japanische Puppe. Warte mal, die muss sich doch bestimmt opfern. So wie ein Sparschwein, oder? Ja. Fürs Erste empfehle ich dringend, ja, okay.
lächel. Was mache ich jetzt mit dem Backsoda? Backpulver. Was soll ich jetzt machen? Ich soll irgendwas sauber machen, ne? Duschköpfe entrosten mit Backsoda. Oh ja, ich sehe schon, wie der Rost rauskommt. Oh, danach darf ich mich wieder duschen, oder wie? Hi. Das springt mich irgendwann an, wollen wir wetten? Muss ich zu den Männers rein? Nee. Hä? Ach hier, den habe ich gar nicht gesehen. Geh dich waschen, auch bitte nicht schon wieder. Die Rostschwan, genau. Ich will mich gar nicht umgucken. Ich muss mich aber waschen. Die Sauna. Ich will nicht in die Sauna. Oh Gott, das Mädchen ist wieder da. Ich lasse mal die Tür offen, ne? Ja, ich nehme Keller. Wo ist denn das Wasser? Ich will noch einen Aufguss machen. Warte mal, ich hole mal ein bisschen Wasser. Kein Moment. Geht nicht. Hier irgendwo? Ne. Bitte, ich will einen neuen Job. Ich will einen neuen Job. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Ich will hier nicht arbeiten. Die alte Frau geht zum Spielplatz. Alter. Ah. Macht ihn da. Da hauchte die mir in Oh, es werden wieder weniger Schlipper. Oh, wir haben Fernseher. Es gibt keinen neuen Job. Und einen Lüfter. Wir haben Kühlschrank, aber nichts drin. Naja, nicht so schlimm. Oh, draußen stürmt's. Ich glaube, wird Winter langsam, hä? Thank you.
Hab ein Feuer schon verstanden, Ollo. Aber hier raus haben wir gerade geguckt. Da ist immer noch der... Oh, die Alte ist da. Wir werden sie mal befragen. Hallo, gute Frau. Mann. Schwein. Schwein, okay. Das ist der einzige Bild, ja. Wer ist das Mädchen auf dem Bild? Das ist meine Enkelin. Die. Ja? Das ist ja so. Wie sieht denn hier aus? Wer spielt denn hier freiwillig? Können wir nicht rennen diesmal? Ist der Rabe Kunibert wieder da? Nein. Warum komme ich da nicht rüber, Mann? Oh, es ist wieder repariert. Wir müssen sofort arbeiten, wenn wir reingehen. Es kommen Kunden. Duschgel und Shampoo, bitte. Okay. Duschgel. Shampoo. Handtuch. Und 100 Yen. Danke. Und nun? Oh, tschüss. Der hat aber nicht bezahlt, der Junge. Mädchen. Was? Ablässe freimachen? Oh Gott, wir müssen Ablasshandel betreiben und Toilettenpapier nachfüllen. Junge? Hallo? Nach der Mutter rufen. Mutter! Hey! Ihr Kind weint! Das ist tot, die Mutter. Na Junge, du wirst nicht so kommt. Das wird doch nicht so schlimm gewesen. Mann, jetzt muss ich das wegmachen hier. Meine Hand! Hilfe! Meine Hand! Da ist keine Hand drin. Mutter! Der Mann mit dem Koks ist da. Oh, das Frauenklo ist diesmal auch zu. Frau Mutter? Wo ist sie hin? Da ist die Badeseife. Nee, der Erste-Hilfe-Kasten. Sie hat noch einen Aufguss gemacht. Klingt wie eine Alarmanlage. Ist doch gut, Junge. Komm, ich mach ein Pflaster drauf. Meine Hand. So, alles schick jetzt? Guck mal, wie der glänzt. Super, ne? Hilfe! Ha, es tut immer noch weh. Ah, Mama, eine Frau hat meine Hand in den Ventilator geschoben. Ist jetzt nicht... Wehe, du beschwerst dich jetzt. Was hast du getan? Ich kann nicht glauben, dass du meinen Sohn verletzt hast. Ich setze nie wieder einen Fuß in dieses Badehaus. Sag mal, den Schatten oder was? Ich setze hier gleich meine Puppe hin. Die übernimmt meinen Job.
will ich auch machen. Wer ist da? Oh, endlich. Gott sei Dank ist jemand gekommen. Mir ist das Klopapier ausgegangen. Könntest du mir welches bringen? Sind ein Mann? Was machen Sie auf der Frauentoilette? Kenne ich Sie? Ihre Stimme kommt mir bekannt vor. Genau, ein Mann hier. Es war aus Versehen. Ich muss echt dringend. Könntest du mir einfach das Klopapier bringen? Vielen Dank. Oh, da muss ich... Da oben hin? Okay. Ach, das da. So, ich habe hier Klopapier mitgebracht, wa, Mann? Du hast mir den Hintern gerettet. Oh, ist ja ziemlich trocken. Oh. Da ist er. Wer? Mach das Badehaus sauber. Der ist einfach verschwunden. Oh, Abflussreihe. Wenn der Abfluss mal verstopft ist, ja, was ist denn schon dabei? Wir nehmen Abfluss frei. Das macht den Abfluss frei. Ach so, ich muss die Abflüsse in dem Ding hier öffnen, machen, ne? Wir nehmen Abfluss frei. Das macht den Abfluss frei. Oh Gott. Da stinkt's auch wie die Hölle. Da auch. Gibt's das überhaupt noch, das Produkt? Das ist dieses 90er... Oh, ich will mich nicht schon wieder waschen gehen. Das ist dieses 90er-Jahre-Werbungsdings geschädigt, weißt du? Wenn du aus der Zone kommst wie ich... Gut, jeder, aber für uns war es ja... Also, für mich. Aber ich portiere das gern auf alle, ne? Für mich war es sehr kompliziert, wenn du aus einer sehr wohlbehüteten, wenig Werbung existierenden Umgebung kommst und dann... Als danach der Westen kam, wir dann rüber sind, die 100 Mark Begrüßungsgeld kam und wir das erste Mal in so einen läppischen, keine Ahnung, wie heißt das mit der Kanne da, dieser Laden, keine Ahnung. Kaufland war es nicht, wie heißt denn das hier? West-Berlin halt. Und da gibt es diese komischen Einkaufsläden, nicht Lidl, nicht Dings, das ist so eine Kaffeekanne oder so, glaube ich, als Dings. Und da kommst du da rüber. Und wirst bombardierend. Kaisers, genau, dankeschön. Und dann wirst du. Das ist alles 00 WC rein, ja. Und da wirst du bombardiert mit Werbung. Beziehungsweise mit den ganzen Blinky-Blinky-Krams und hast du nicht gesehen. Und total schlimm. Und wenn du das nicht kennst, also bei uns, und wenn ich das sage, wirklich so, es gab 2-3 Tafeln Schokolade. Unterschiedliche. Und dann kommst du in den Laden und dann gibt es ein riesiges Regal voll Schokolade oder Bonbons. Oh, war das Horror. Und dann hast du natürlich dann Westfernsehen gehabt und dann gab es dann halt statt des, gab es überhaupt Werbung auf DDR1 und DDR2? Ich weiß es gar nicht. Und dann wirst du dann malträtiert mit dieser Werbung. Du hast ja dann nachher viel Fernsehen geguckt. Ne? Oh, schön schlimm. So, wir müssen ja wieder waschen. Ich will mich nicht waschen. Ich will überhaupt nicht ein Bad nehmen. Überhaupt nicht. Ich glaube, Tengelmann hieß es später, ne? Guck mal, der Fleck ist weg. Oh, ich ahne schlimme.
Der ist gewandert und der bewegt sich jetzt in der Fleck. Oh Gott, ich will nicht. Kommt der Dichter? Das sind Stimmen. Ich will keine Stimmen. Ich habe nicht genug sauber gemacht. Der Fleck ist gewandert. Ich will hier nicht gehen. Oh Gott, ich komme hier nicht raus. Soll ich etwa reingucken? Ist es das, was du willst? Okay, genauer hinschauen. Ist total flach. Oh Gott. Oh. Oh. Was ist mit dir los? Soll ich dich reinigen? Hier, nimm meine... Oh, oh Gott, die kommt hier? Bitte, ich mache auf, Guss. Ach so, ich muss gehen, wa? Ich kann nicht gehen, ich bin tot. Oh, ich bin in der Wand. Glitch, glitch. Ich glaube, das war das schlechte Ende, oder? Ich hätte nicht sterben sollen. Ich brauche einen Condition. Vermisste Person plus eins. Oh, ich bin tot. Marina. Oder ich bin eine von vielen. Weil da stand ja extra ein Name. Nicht, dass es, ne? Oh, in letzter Zeit habe ich nichts von meiner Schwester. Oh, jetzt kommt die Schwester. Oh. Sie erzählte mir von ihrer Depression und davon, dass sie ihren Job gekündigt hat. Ich habe gehört, sie ist in die Berge gezogen und arbeitet jetzt in einem Badehaus. Sie reagiert zwar nicht auf meine Anrufe, aber vielleicht hat sie einfach nur viel zu tun. Trotzdem, ich mache mir Sorgen. Vielleicht sollte ich mal nach ihr sehen. Ja, ich gehe sie besuchen, dann kann ich endlich wieder mal mit ihr reden und ein Bad nehmen. Der Punkt lebt noch. Zini. Akimura Irena. Oh mein Gott. Hey Irena, alles okay? Es sieht so aus, als würde dich was bedrücken. Ich bin sicher, deiner Schwester geht es gut. Momentan hat sie es nicht leicht, das ist alles. Irena, wenn du mit irgendwas Hilfe brauchst, ruf mich an. Okay? Danke, Mao. Ich wünsche dir viel Glück. Deine Schwester wartet sicher schon. Und dann bremst sie kurz ab und fährt und bremst wieder und fährt weiter und blub. Ich sollte im Zimmer meiner Schwester nachsehen. Haben wir denn überhaupt einen Schlüssel? Oh, wir haben eine Tasche. Okay, wir haben nur eine Tasche. So, was sagt dieses Klo? Das sagt gut. Und die Grillen zirpen wieder. Was für ein schöner Tag. Hm, sieht so aus, als wäre sie nicht zu Hause. Jetzt kommt der Vermieter, pass auf. Vor allem kommt er so an wie so... Oh, du bist Marinas Schwester. Willkommen, willkommen. Sie sagten, meine Schwester arbeitet hier, sprach der Vermieter. Aber eigentlich ist es die Ansprache von ihr, ne? Oh ja, das tut sie. Jedoch... ist sie momentan mit ein paar Freunden unterwegs. Ist klar. Sie sollte in weniger als einer Woche zurück sein. Kann ich so lange hierbleiben und auf sie warten? Aber natürlich. Aber, oh, aber die Zimmer hier haben keine Waschmöglichkeit. Deshalb ist es für die Bewohner gang und gäbe, das Badehaus zu benutzen. Hm. Möchtest du hier arbeiten, während du auf deine Schwester wartest? Was sagst du dazu? Du kannst dann auch mietfrei hierbleiben. Ich guck auch nicht.
Hört sich gut an, solange ich kostenlos bleiben kann. Wunderbar. Dann lass uns direkt heute anfangen, okay? Und mach dir keine Sorgen, dass du nicht weißt, was zu tun ist. Es ist echt nicht schwierig, in einem Badehaus zu arbeiten. Oh, ich wohne in Zimmer Nummer 5. Geheimnisvoller creepy Mann hier. Rede ich mal zurück. Ich will mal gucken, was in dir vorgeht. Du Hohlkörper, du. Ja, okay. 205. Wo sind die 204? Das ist Edgar. Aber nochmal. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Was fällt euch auf? Deswegen wahrscheinlich das Loch. Warum hat die Puppe blutige Augen? Nee, aber guck mal hier. Das ist die Tür zu 205. Dann ist noch sehr viel Platz und dann kommt... Oh Gott, das ist hier drinnen. Oh Gott, das ist gruselig. Oh mein Gott. Nee, nochmal, guck mal. Tür. Wand. Tür. Und da war die Wand. Hier sind einfach mal zwei Fenster, die irgendwie zu irgendwas gehören. Ich muss im Badehaus arbeiten, oder? Oh, Mr. Rabe. Der hat diesmal was anderes drin. Kann es sein, dass wir irgendwas gefunden hätten, wenn wir es täten? Ich komme hier nicht ran. Was ist denn hier im Müllbereich? Haben wir irgendwas, was wir mit dem Raben machen können? Das wäre so super. Hier nicht. Ja. Was könnte denn der Rabe fressen wollen? Wir könnten ihm ja die Puppe geben. Da freut er sich bestimmt. Hat er was zum Spielen? Komm her, Rabe. Komm her. Warte mal, ich geh mal hier hoch. Warte mal. Oh, er ist nicht da. Ich kann hier kein Geld reinmachen. Mann. Oh, was ist hier? Darauf steht, nehmen Sie sich so viel Holz, wie Sie brauchen. Oh, das ist gut. Ich nehme ja alles. Ich brauche alles. Okay, ich brauche wahrscheinlich gar kein Holz, weil ich kann es mir nicht nehmen.
kann aktuelles Holz nicht nehmen. Schade. Irgendwas für ein Geheimnis läuft hier. Wir müssen, glaube ich, arbeiten gehen. Ich will nicht arbeiten gehen, bitte. Ich will nicht arbeiten gehen. Ich gehe mal arbeiten. Wir wissen nicht, wer wir sind, ne? Handtücher waschen und mehr Holz für Heizkette besorgen. Aber wir fangen noch nicht an zu arbeiten. Warum nicht? Weil der creepy Mann auf der anderen Seite sitzt und uns Anweisungen gibt. Oh, guck mal. Oh, jetzt kommen Kunden. Das Bild ist neu mit den creepy Enten. Das war ich gerade. Ja, ich komme gleich. Oh, du willst ein Handtuch. Oh, meine Hände sind voll. So, ein Handtuch für dich. Okay. Oh. Die behalte ich mal für mich, die Münze. Huch. Ein Handtuch. Oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Oh. Ja. Wo? Und wo ist bezahlt? Hä, wo ist bezahlt? Oh nee, ne? Der wartet nicht wirklich, bis ich... Oh oh. Oh oh. Hallo, wo ist das Geld? Sag mir jetzt nicht, weil ich... Nein! Oh. Ich glaube, ich habe es kaputt gespielt. Ich weiß ja nicht mal, ob er... Oh Gott. Das ist halt doch schon ihr. Komm, ich geb's dir doch. Oh nee. Aber der ist einfach los. Hier, nimm die Puppe, Mann. Ich kann das Geld nicht wegwerfen. Gibt nicht umsonst wahrscheinlich die Funktion, wa? Oh, achso, ich bin erst angekommen. Das war wieder an den creepy Typen vorbei. Lulululululululu. Ich wollte kein Geld klauen. Der ist einfach losgegangen und ich dachte auch, das kann ich mir ja dann auch schenken, weißt du? So, hier ist ein Loch, da müssen wir aufpassen. Okay, es kommen Kunden.
Aber der geht sofort. Ich lass das mal kurz trotzdem liegen. Ja, ich glaube zur Zwischentür. Vorher sind die nicht weggegangen, bevor ich das Geld nicht weggesteckt habe. Ich kann's nicht. Ach, guck mal, jetzt liegt Geld da. Aha. Aha. Und jetzt muss ich das da... Weißt du? Hey, meine Schwester. Hm? Schwesterherz? Bist du das? Der Rabe ist noch da. Kann ich... Warte mal. Ich nehme das Geld und spende es. Jetzt haben wir einen Zettel. Das ist das, was der Rabe uns geben wollte. Das geben wir jetzt dem Raben. Rabe, komm. Wo ist der Boy hier? Ich glaube, der ist eine Art Schutzgeist gewesen. Ach ja, muss ja ins Heizungskeller. Was ist das? Das Bad ist kalt. Das ist doch nicht das Kältebad, oder? Haben Sie meine Schwester gesehen? Was? Ich bin die Einzige hier im Dorf. Deine verdammte Schwester hügt mich kein bisschen. Ich will einfach nur ein schönes, heißes Bad nehmen. Einfach unglaublich. Ich habe hierfür bezahlt. Du hast gar nicht bezahlt. Entschuldigen Sie, das Heizsystem funktioniert momentan nicht. Dann repariere es. So lange warte ich in der Sauna. Weiß da auch recht. Huch, einfach Tür aufmachen. Wer bist du denn eigentlich? Ach, du bist du. Okay. Du hast nicht viel Zeit. Du solltest nicht hier sein. Wo sollte ich dann sein? Alter, da... Was ist das da oben? Das ist ein Spiegel. Achso, warte mal, reparier es. Wir holen mal schnell Holz. Ich nehme so viel Holz, wie ich tragen kann. Tragen kann. Das Holz sieht auch aus wie diese Schleimschnecken. Können wir irgendwas mit ihm machen? Ich will die Tür aufhaben hier. Ich brauche den Schlauch zum Reparieren. So, dann gehen wir kurz runter. Wo war denn die Tür eigentlich? Hier nicht. Huch, hier ist auch ein Klo. Hä? Ja, da. Oh. Das war vorher aber nicht da. Der Deckel ist verschlossen. Das Wasser muss erst abgelassen werden, aber das Abflussrohr fehlt. Okay. Und wo ist die Heizung? Also Holz ist ja eigentlich noch da, abgeschlossen. Ah, hier. Oh, hier ist nochmal Brennholz. Das reicht nicht. Ich brauche mehr Holz. Jetzt funktioniert es wieder. Ich sollte der Frau Bescheid geben. Die brüllt doch bestimmt gleich wie am Spieß. Oder sie ist schon tot. Frau?
Achso, wir sind in der Männerabteilung. Frau? Schwesterherz, ich hab doch die gesucht. Warte. Gott, jetzt piest sie schon wieder hier lang. Ist der auf Klo? Nee. Oh, ich hab sie verpasst. Schwesterherz. Oder ist sie auf Männerklo? Schwesterherz? Wir müssen doch die Handtücher waschen. Ach, können wir ja nicht. Dafür muss ich ja hier ran. Ja. Ja. Huch. Ich habe die Puppe weggeschmissen. Wo wasche ich denn die Handtücher? Beim Tempel nochmal, okay. Aber beim Tempel habe ich doch schon Geld abgegeben. Beim Tempel habe ich Geld abgegeben. Und dafür habe ich ja diesen Zettel bekommen. Diesen Schutzzauber wahrscheinlich. Also wir können hier nicht angeln. Na, ich schmeiß dich hier rein ins Wasser. Nee, das glaube ich nicht. Mit dem Mülleimer. Hier, den Rest kann ich ja nicht wegwerfen. Jetzt kann ich sie mal öffnen, okay. Hallo? Ach so. Was mache ich da jetzt hier? Hier kann ich irgendwas machen. Vielleicht auch auf der anderen Seite? Hier vielleicht? Nee. Hä? Ja, das könnte ein Argument sein. Sollte ich vielleicht gucken, was im Zimmer meiner Schwester los ist? Ich habe ja einen Schutzzauber, vielleicht. Das ist die Süßkartoffel. Nochmal eine Puppe. Unter der Tatami nachsehen? Oh, ich schmeiß erst die Puppe weg. Und das Dings gebe ich den Raben. Moment. Bevor ich da drunter nachgucke, da labt sich wahrscheinlich irgendwas an unserer Schwester. Das wird's sein. Die Puppe ist böse. Da kennen wir jetzt die Mythologie jetzt nicht so gut, aber ich glaube... Okay.
dies verschlüsseln? Müllplatzschlüssel. Abflussrohr. Wir mussten da unbedingt hin. Ich gucke aber nicht unten drunter. So, hupsala. Jetzt reinigen wir schnell unsere Handtücher. Vielleicht ist der Geist einfach nur sauer, weil bisher niemand das fertig machen konnte. So, müssen wir bei den Frauen drüben hinlegen. Da. Geh dich waschen. Wollen wir bei der Schwester unter die Dings gucken oder nicht? Das sind die besten Waschmaschinen überhaupt. Nee, was machen wir denn jetzt? Wollen wir gucken, was unsere Schwester macht oder nicht? Die Alte hat gesagt, wir dürften nicht hier sein. Pass mal auf. Mehr als sterben können wir nicht. Aber wir hätten so oder so in das Zimmer gehen müssen, denn wir hätten unsere Arbeit nur erledigen können, wenn wir die Waschmaschine angeschmissen hätten. Zwei. Ja. Na toll. Oh Gott. Zeitung lesen. Eine Frau in ihren 20ern ist aus einem Badehaus verschwunden und wird vermisst. Eine arbeitslose Frau, Yuko Inukobo, 29, welche allein in ein öffentliches Badehaus gegangen ist, kam laut Nachbarn nicht mehr nach Hause zurück, so die Polizeistation. Die Polizei sucht seit dem Morgen des 10. Januars nach ihr, bislang erfolglos. Da steht was auf der Rückseite. Inmitten der Asche. Inmitten der Asche. Warum hassen sie mich so sehr? Alle reden hinter meinen Rücken über mich und ignorieren mich. Was habe ich ihnen denn getan? Alles in meinem Leben ging den Bach runter, bis ich ihn am Tempel getroffen habe. Er sorgte für mich. Er liebt mich. Er sagte, unsere Beziehung müsse geheim bleiben. Aber wieso? Ich möchte einfach nur in seiner Nähe sein. Solange ich ihn habe, bin ich glücklich. Yokos Tagebuch. Der Tempel? Warum ist das auf einmal so performant? Kriegt ihr das mit gerade? Obwohl, hier geht's. Boah, diese Reflexion. Ich glaube, wir müssen uns waschen. Sehe keinen Schatten, okay.
nicht schon wieder. Oh, shit. Was soll ich jetzt machen? Nee, oder? Nein! Müsst ihr das so nachbauen wie hier? Oh Gott, hör auf! Topf, Topf. Oh Gott. Nee, ist überhaupt nicht der Fall. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Hier, die kann ich nicht stellen. Topf, Topf, Seife. Beziehungsweise Sitz. Hier, ich kann nicht da hinstellen. Das ist sehr ungünstig. Einmal Conditioner. Einmal Conditioner. Einmal Conditioner. Einmal. Die Ente ist in dem anderen Pool da hinten. Scheibenkleister. Nee, Waschmittel. Und da ist Conditioner. Oh Gott. Kann ich nicht nehmen? Doch. Tja, ich will mal sagen, das wird nichts. Das ist doof. Das ist doof. Ich hoffe, wir haben gleich nochmal die Möglichkeit, das zu machen, weil das war ja, also, wir werden sowas von sterben. Ho, 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 ho.
tot. Wie, rennt zur Wohnung? Ich komm nicht. Och nö, nicht den Tag erneut. Oh. Wir probieren es noch einmal. Was? Ich renne so schnell ich kann. In welche Wohnung muss ich? Oh Gott, warum ist es hier so dunkel? Oh nein. Alter! Oh Gott. Bitte nicht. Es waren nicht wir. Er ist da explodiert. Oh, Mr. Krabs. Ich glaube ja. Das sind sehr große Makroviren. Ich glaube, ich habe das böse Ende. Wir haben es nicht geschafft. Nun gut. Ich guck bloß hier, ne? Wir haben Highlight Supporter, was haben wir denn noch? Oh. Sind da irgendwelche Namen, die wir kennen? La Familia, Amon. Mhm. La Familia, guck mal, da ist Gronkh mit bei.
Pandoria. Das meinte ich eben. Ich dachte, die sind da irgendwo auftauchend. Ne? Ich bin auch sehr verwirrt. Ich habe kein... Ich vermute mal, wir sind ins falsche Zimmer gelaufen oder es ist, weil wir das Puzzle nicht geschafft haben. Es gibt in dem Spiel verschiedene Enden. Ich glaube, mindestens zwei gibt es. Und ich denke mal, weil wir das Puzzle nicht... Aber das war nicht lösbar. An der Stelle, wo wir hätten die Sachen hinstellen müssen, konnten wir das nicht hinstellen, spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt. Ich habe es so aufgebaut, wie ich es gesehen habe. Aber wenn ich so... Dann kann ich das nicht so, sondern ich muss... Oh Gott, ich glaube, ich habe spiegelverkehrt. Ich habe spiegelverkehrt aufgebaut. Ja, ich glaube, das war auch anders, weil... vielleicht versucht wurde, eine andere Art und Weise jetzt hier einzubinden. Ich glaube, ich habe das schlechte Ende erwischt. Vielleicht gucken wir uns dann nochmal irgendwann das gute Ende an. Ich guck mal, wie man das dann erreicht. Dann könnte man vielleicht beim nächsten Mal, also in den nächsten Tagen, nicht erst am Sonntag, das gute Ende hinkriegen. Möglicherweise. Ich weiß nicht, wieso ich darauf komme, aber ich glaube, es ist schlechter Ende. Nein. Es ist anders, definitiv. War gut, waren gute Sachen da drin, aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich, weil wir das böse Ende bekommen haben. Genau, das ist a bad, the house. weil wir das schlechte Ende bekommen haben, erschließt sich wahrscheinlich nicht der Kontext. Der Kreis letztendlich. Ich glaube, da setzen wir noch mal was hinten an. Also ich guck mal, ich glaube, es wird im letzten Tag getriggert. Ne? Und hier an der Stelle, ich habe hier die, also jetzt von, wenn ich jetzt hier die Ente gesehen habe, habe ich versucht, auf der anderen Seite auch da die Ente zu setzen, was aber falsch ist, weil die sind ja spiegelverkehrt. Also setze ich die Ente auf der anderen Seite. Verstehe, ich glaube, das war mein Problem. Ich habe das nämlich genauso versucht aufzubauen. Dieser Trick mit dem Foto machen, was Aaron meinte, das sollte ich vielleicht mal tun. Ja doch, ich würde schon gerne das gute Ende sehen. Ich glaube, das ist nur eine Sache von 10, 15 Minuten. Lassen wir uns da an der Stelle anstrengen, vielleicht überraschen. Hier ist erstmal an der Stelle Feierabend für heute. Zumindest was YouTube betrifft. Gegebenenfalls können wir hier nach noch kurz ein bisschen was quackern vom Wochenende her. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, also sprich bald. Und bis dahin, euer Feierabend.